Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin auf dem Weg ins Schnellabor und die Fußgängerzone ist noch ganz leer jetzt in der Früh. Heute bin ich 2 Stunden vor meinem Wecker aufgewacht und habe dann wieder versucht einzuschlafen. Ist dann natürlich kurz vorm Weckerklingeln passiert und dann kam ich schwer aus dem Bett und dann war keine Zeit mehr für Frühstück. Und naja, heute bin ich übrigens auf Donnerstag, weil gestern dachte ich doch die ganze Zeit, es ist Montag, weil ich am Montag Urlaub hatte und dann Dienstag quasi für mich Montag war. Und heute aber denke ich die ganze Zeit, es ist Donnerstag. Die ist ganz alleine. Ja, sowas. Jetzt wollte ich sagen, Bruno schmeckt's und dann flüchtet er. So, wir gehen wieder rein, ihr zwei. Hopp, hopp. Lottelein, kommst du? Hopp, hopp. Na komm. Lotte, du bist die Letzte. Hopp, hopp. Lotte denkt sich, du kannst mich mal. Ah, da kommt die Lotte. So, ich hatte jetzt gerade wieder meinen Bissell im Einsatz. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das jetzt nochmal mit der Reinigung, weil ich ja das beim letzten Mal verpeilt habe und erst das Gefäß ausgeleert habe und dann macht es ja keinen Sinn mehr, die Bürste zu reinigen, wenn er das Wasser dann wieder hochzieht. Deswegen zeige ich euch das jetzt. Und zwar habe ich das jetzt bis zur maximalen Markierung mit Wasser gefüllt. Dann nehme ich meinen Bissell und stelle den hier so rein. Dann drücke ich auf Hardfloor. Da passiert noch nichts, aber ihr müsst den dann so leicht kippen und dann rotiert die Bürste. So, und das macht er dann so circa eine Minute. Also das soll man circa eine Minute machen und dann ist halt das Wasser aufgesaugt. Und ich spüle das Ding dann auch immer nochmal aus und trockne es ab. Und dann kann man den wieder reinstellen und dann bis zur nächsten Reinigung. Oh, wie das Ohrle geputzt wird. Ich liebe den Abendhimmel. Schaut so schön aus. Bruno ist nervös. Ich wollte euch zeigen, wie anhänglich die Lotte ist, aber Bruno hält nichts von der Kamera. So, nachdem ich weg bin, ist Bruno wieder da und schaut die Ohren an. Diese Ohren von der Lotte. Was sagt man dazu? No. Schatzis. Diese einfach mal ausgebreitet. Einfach nur süß. So, die zwei sind am Einschlafen. Und man kann jetzt wahrscheinlich darauf warten, dass Holly wieder zu schnarchen anfängt. Die Perspektive ist auch süß. Für die Babys gibt es Abendessen. Ich habe alles geschnitten. Abendessen für die Babys.
guten Appetit. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.